Moin Moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen am Fußball-Unboxing Bundesliga-Freitag und Bundesliga ist Match Attack Zeit, Trade Card Dose. Heute Retro wieder 2009, 2010. Nächste Woche dann wieder natürlich aktuelle Sachen, das wechselt ja immer. Und wollen wir auch gar nicht lange drum rumreden. 35 Spieler, limitierte Karte, damals gab es hier noch diese komischen Chips dazu. Ich selber bin ja auch erst seit einem Jahr mit Trade Cards dabei, von daher ist das auch für mich immer was Neues. Ich zoome auch gleich ran, stelle auch gleich scharf, keine Sorge. Das Schöne ist bei Match Attacks, die Dinger sind immer schön geprägt. Und das finde ich sehr geil. Da kann Panini sich, wie gesagt, eine Scheibe von abschneiden. Hier ist dieser Chip. Der ist immer der gleiche. Und bei den limitierten Karten, hier haben wir Dante, bin ich mir nicht sicher, ob in den Boxen immer die gleichen Karten, limitierten Karten drin sind. Ich glaube, hier war es sogar mal nicht so. Also von daher ist das natürlich auch wieder cool. Hier haben wir nochmal so eine, na, wie heißt denn das? Spielanleitung. Merci. Ich sortiere die Karten jetzt mal eben richtig rum. War ja klar, dass die hin und her sortiert werden müssen. Aber das hat, wie gesagt, was damit zu tun, dass nicht immer die gleichen Karten im gleichen Deck landen. Und darum, boah. Alter, die sind ja, also hier ist mal echt, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle auseinander habe. Das werden wir aber gleich sehen, wir zoomen auch gleich rein. Hier nochmal, wie gesagt, für alle, so wird gespielt, die Spielregeln. Mittlerweile hat sich da ja ein bisschen was getan im Vergleich zu den ersten Sachen. Match Attacks macht da ja eben kleine Schritte in der Match, also Tops macht in der Match Attacks Reihe ja eher kleine Schritte. Während Panini ja ab 2015 mit der Road to Euro sozusagen richtig fette Schritte nach vorne gemacht hat. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also das wird schwer, das einzuholen. Das weiß nicht, ob das geht. Aber wie gesagt, heute Oldschool, da können sie nichts mehr gut machen. Es ist so, wie es ist. Und ich finde die ganz cool, die Serie. Und das geht los mit, hinten seht ihr schon, mit einem Spieler von den Kölnern. Und zwar aus der Abwehr. Und da haben wir Christopher Schorch. Ja, hat sich nicht durchsetzen können bei den Kölnern. Gefolgt von den damals noch Hamburger, dann Seroberto. Wo war der denn überall? Leverkusen, Bayern? Ich glaube schon. Mittelfeld, Berlin. Paul Dardai, der Coach der Hertha. Na, wie geil ist das? BVB Dortmund, da haben wir Felipe Santana. Eigentlich eine absolute Graupe, wie ich finde. Aber gegen Malaga das entscheidende 3 Meter Abseits-Tor oder was das war. Unglaublich reingestochert. Er war der Held und Dortmund schaffte da wirklich das Wunder, das muss man wirklich sagen. Abwehrspieler von 96, Konstant Djakpa, gefolgt vom Abwehrspieler der Fohlen, Gladbach, Jan-Sebastian Jauré. Wen haben wir hier? Aşkan Dejaga, ja, auch so einer, der ähnlich wie einer von den Boateng-Brüdern das einfach nicht auf die Reihe bekommt, mal sein Leben so ein bisschen runterzuziehen. Es schlappt einfach nicht. Der, ja, Ersatztorwart von Werder Bremen, Jaroslav Drobný, für mich kein guter Keeper. War er nie, wird er nie sein und das ist meine persönliche Meinung. Sergio Pinto von 96. Marcel Schäfer hier noch bei den Wölfen. Roberto Hilpert noch, oh Mann, da sieht er noch richtig, ups, da haben wir zwei, richtig jung aus, meine Fresse. Hier noch vom Erstligisten VfL Bochum, Merin Mafrai. Gefolgt von Alexander Wasowski von den Frankfurtern. Sebastian Kehl von den Dortmundern. Mann, die Dinger sind echt zusammengeklebt. Meine Fresse. Tim Wiese. Ja, das Monster von der Wiese. The Machine nennen sie ihn mittlerweile ja. The Machine. Pascal Bieler vom Club. Franck Ribéry vom Bayern München natürlich. Michael Forsell. Schon wieder zwei. Gefolgt vom, ja, ich denke mal, einer der coolsten Frankfurter überhaupt, neben Körbel, Oka Nikolov. Florian Heller von Mainz 05, den Karnevalsverein, finde ich zum Beispiel richtig cool, Mainz 05. Sehr, sehr geil über die Jahre. René Adler mit den finanziellen Mitteln, ähnlich wie ja Freiburg, haben sie das wirklich super gemacht über die Jahre hinaus. David Jarolim vom HSV. Auch ein sehr, sehr geiler Spieler. Luca Toni, ja, der Ohrdreh-Jubler, Erfinder. Gerald Asamoah, auch ein cooler Typ. Also kann man gut im Team haben, integriert sich. Makoto Hasebe, einer der damals ersten Japanern, die dann als Welle sozusagen kam. Einer von den ersten und dann hat sich das ja richtig ausgebreitet. Da haben sehr viele japanische Spieler den Weg in die Bundesliga gefunden.
Jan Rosenthal von 96. Martin Finin, auch ein sehr, sehr cooler Stürmer von Eintracht Frankfurt. Noweski von Mainz 05, kennt man ja auch, der Abwehrchef. Thomas Hitzlsperger hat sich geoutet. Ich weiß nicht, ob er sich das als Feldspieler getraut hätte, während er noch gespielt hat. Aber ich finde es gut. Warum auch nicht? Mein Gott, der soll Fußball spielen und der restliche Kram ist sein Ding. Ivan Rakitic, ja, damals noch bei Schalke. Da hat Schalke auch jemanden ziehen lassen. Eieiei. Matchwinnerkarte, Manisch. Ja, war nie mein Spieler, mochte den nicht so, war nicht so mein Typ. Aber ist ja auch da wieder Geschmackssache. Josui, Matchwinnerkarte von Wolfsburg, auch eine sehr gute Saison gehabt. Das war es aber dann auch. Joel Epaye von VfL Bochum. Auch der, damals ganz cool. Mike Coswell von Hoffenheim als Starspielerkarte. Das Wappen vom Hamburger Sportverein und die limitierte Karte von Dante. Ja, dann sortiere ich mal eben die Karten durch. Was passt, werden wir gleich in der Mappe sehen. Ja, auch hier hatten wir wieder ein bisschen was dabei. Fangen wir auch gleich an, loszulegen mit der Berliner Hertha. Hier war es ja damals noch so, dass die wechseln ja immer mal die Sachen. Mal hatten sie die Wappen vorne mit drin. Hier haben sie den Torwart als erstes zum Beispiel mit drin. Haben auch die Starspieler mit reingenommen, aber wie soll ich sagen, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, hier ist es so, im Vorjahr war es da so gemacht, dass man die Starspieler auch in den 18er-Set mit drin hat, hier auch, nur immer als letzte beiden Karten. Und hier hat man die Starspieler nach den Positionen gemacht. Hier hat man zum Beispiel einen Offensivspieler, relativ weit hinten, einen Defensivspieler wie Mertesacker, relativ weit vorne. Logisch, ne? Und die Matchwinner-Karten und die Wappen hat man in dieser Version hinten dran. Das werdet ihr auch gleich in Ruhe sehen. Und ja, mit dem mit dem Unboxing heute und den Einsortieren der Karten kann ich ganz klar sagen, bin ich jetzt auch hier richtig dabei. 18, dann müsste der dorthin. Und ihr seht, jetzt ist die Mappe auch ein bisschen voller, wenn das Unboxing hier jetzt durch ist. Und das macht natürlich auch wiederum Spaß. Das bedeutet natürlich wiederum mehrere Doppelte. Aber insgesamt ist ja schön, wenn man sieht, die Mappe wächst. Man hat hier auch schon, wie gesagt, ein paar Starspieler mit dabei. Hier ist der nächste, 253. Der kommt hier hin, im Angriff. Also auch da läuft es ganz gut. Und wer, genau wie ich, so ein extrem Spätstarter ist, was Trade Cards betrifft, oder einfach noch in jungen Jahren ist und die alten Sachen sammeln möchte, guckt einfach bei eBay rein, kann ich nur sagen. Und da kann man durchaus was abgreifen. Ich habe mir so eine ganze Dose, geholt. Da sind, glaube ich, acht große Tintendosen drin gewesen. Und ich glaube, mit Versand habe ich 20 Euro bezahlt. Ne? Das ist heute, überlegt mal, 8 große Tintendosen für 20 Euro. Das sind 2,50 Euro Stückpreis. Ich weiß natürlich nicht, ob es die aktuell immer noch zu dem Preis da gerade drin gibt oder nicht. Aber wie gesagt, guckt einfach mal. Und das Schöne ist, die Tintendosen, auch da könnt ihr ruhig verschiedene kaufen. Ihr habt zwar, so wie es aussieht, im Großen und Ganzen immer die gleiche limitierte Karte drin. Dante hatte ich nämlich schon. Ich glaube aber, dass sie 4 verschiedene limitierte Karten reingepackt haben bei diesen 4, bei diesen Tinboxen. Bin mir da aber nicht 100% sicher. Wer das weiß, kann das gerne reinschreiben. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Würde mich auch interessieren, weil 3 habe ich, glaube ich, jetzt gleich. Das sehen wir hinten. Wir sind ja jetzt schon beim VfB Stuttgart und gehen rüber zu Wolfsburg. Die 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 wäre dann hier. Und jetzt kommen wir schon zu den Matchwinnern. Können wir ja auch mal gucken, wie haben die das hier aufgebaut? Anscheinend 3 Spieler pro Club. Berlin war ja die erste, dann Bochum, dann Bremen. Immer 3 Spieler. So wie es ausschaut, 33, dann ist 42 hier. Und dann haben wir hier die 53, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Und auch da seht ihr, die Matchwinner sind also auch nicht immer gleich reingepackt. Es sind unterschiedliche, das macht natürlich dann auch mehr Spaß, das zu sammeln. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Zack. Und ihr seht schon Dante durchleuchten. Haben wir die 85. Hier kommen jetzt die Wappen, nach den Matchwinnern anscheinend. So. Und dann auf der letzten Seite haben wir hier limitierte Karten. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Wir können noch mal hinten kurz einen Blick drauf werfen.
Also wir haben die Teams, wo immer zwei Starspieler mit bei sind. Wir haben dann die ganzen Matchwinner-Karten, drei pro Team. Die Vereinslogos und, es gibt noch 5100-Clubs, Clubkarten, gefolgt dann von den dementsprechenden limitierten Karten. Und da habe ich, was hatten wir jetzt, zwei oder was hatte ich da? Patrick Ewert, LE5, LE4, LE3. Immerhin, schon mal drei. Das war's dann für heute. Ich wünsche euch ein richtig geiles Fußballwochenende, Eishockeywochenende, Nicht-Sportwochenende, was auch immer. Genießt das schöne Wetter. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.